Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Anno 1800. Ja, wie versprochen, habe ich ein bisschen weitergearbeitet und jetzt läuft es hier oben. Ja. Die ersten Felder haben Diesel. Und jetzt sollte die Kartoffelproduktion dann sich steigern. Gewaltig. Dann habe ich noch hier ein bisschen umgebaut, habe hier noch ein paar Siedereien dazu gesetzt, damit das hier nicht ausläuft, in der Hoffnung, dass das was bringt. Ne? Natürlich stabil ist alles hier, sehr gut. Ja. In der Zwischenzeit sind in der Arktis auch die Fleischkonserven angekommen. Da können wir mal kurz nachschauen, wie das hier aussieht. Ich habe noch keine Linie installiert. Noch sind wir nicht tot. Ja. Sehr gut. Wieso bekommen die keine Schlafsäcke? Was ist da los? Schlafsäcke 0, Fleischkonserven. Sind sehr langsam im Verbrauch, okay. Warum haben die keine Schlafsäcke? Wer ist denn dafür Schlafsäcke zuständig? Was sind denn die? Oder stelle ich die her? Ich glaube, die stelle ich hier her, oder? Wie wird das? Gott, Schlafsäcke. Tatsächlich, auf einer Insel da. Die Menschen lassen sie hochleben. Setzen wir mal hier hin. In der Hoffnung, dass da was passiert. Ah, es ist echt Die immer Versuchung. schwieriger wird das Ganze hier. Immer diffiziler, immer komplizierter. Aber das ist nun mal Anno. So. Okay. Ja, ich würde jetzt noch gerne einen kleinen Schoner nehmen. Der müsste reichen für Fleischkonserven. Das muss reichen. Schoner. So. Alles andere haben wir jetzt stabilisiert. Felle, Pelze, super, ja. Genau. Aber nur nicht die Baumwollstoffe. Die Baumwollstoffe hängen jetzt in der Luft. Warum? Vier Stück. Kriegen es nicht geschafft, oder was? Ja. Soll man da einen Clipper einsetzen? Bei der Baumwolle? Neue Befehle? Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Ja, freut mich. Ja, es ist jetzt echt die Überlegung wert. Das nächste, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen hier schauen, dass der Zug, ja, hier hochfährt in unser Kraftwerk rein. Und dann können wir die unter Strom setzen, die alle. Und dann, glaube ich, geht's richtig ab. Dann können wir uns einiges an Häusern sparen, sage ich mal. Schnaps nimmt auch ab, nur so am Rande bemerkt. Wieso nimmt der ab? Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt jetzt noch was dazusetzen, weil sobald wir Strom haben, ist sowieso alles anders, ne? Die Eisenproduktion muss halt noch ein bisschen flutschen hier, ne? Die ist ein bisschen hier sehr müde. Zuerst mal brauchen wir Stahl.
Ah, da passt jetzt eins nicht hin hier, das ist natürlich blöde. Das ist doof. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Das ist jetzt echt doof. Warte mal, können wir das hier rübersetzen? Schiff vom Stapel gelaufen. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir das so, dass wir hier ein bisschen umbauen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Genau. Wir setzen die jetzt alle mal ein bisschen weiter rüber. Weil ich dann nämlich die Straße hier fertig. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind fertig. Nee. So weiterbauen kann, genau. Und dann können wir das sehr gut hier verbinden, ne? Hat der noch Zugriff? Ja, hat noch Zugriff. Einigermaßen. Knapp, aber geht noch. So. Sieh an, jetzt zeigst du mir dein wahres Ah, ich kann Gesicht. schon steigen. Drei Stück nehmen sie zu. Ich werde aber jetzt noch ein Feld aktivieren. Sobald wir den Stall da haben. Ja. Jetzt können wir die noch mal aufleveln, bitte. So. Genau. Ich habe aber schon mal Stahl rübergeholt hier mit Auf die meiner alte Dame ist Verlass. Regatte, weil sonst dauert das ja ewig hier, bis wir hier vorwärts kommen. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen weiterbauen. Erstens mal das Kraftwerk in Betrieb nehmen. Und dann bitte Schienen. Jetzt müssen wir aber noch eine Ausweichstrecke bauen, weil sonst, glaube ich, wenn die sich hier auf die Füße stehen, irgendwann mal. So. Tada! Da sind wir. Warte mal, das gefällt mir hier nicht so schön. Das ist irgendwie halb gewollt aus, aber irgendwie nicht gekonnt. So. Nee, das ist doch auch Käse. So. Genau. Jetzt sind die nämlich alle unter Strom, in Anführungsstrichen. Jetzt glaube ich, geht's richtig ab, oder? Nee, du nicht. Ihr Schiff ist von der Ach so. Überfahrt zurückgekehrt. Brauchen noch Ingenieure. Ja, Ingenieure haben wir mittlerweile auch aufgelevelt, weil sonst geht es nicht weiter hier. Ja, es tut sich hier einiges, ihr seht es. Gerade in der alten Stadt, aber in der alten Welt. Aber wir wollen das ja so, ne? Das ist ja unser Ziel, dass wir hier auch weiterkommen. So, jetzt fehlen da wieder Handwerker. Was fehlt bei denen wieder? Irgendwas fehlt da. Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter so. Ja, kommt schon. Wenn ihr nicht so rumeiern würdet hier, ne? Oh, jetzt habe ich hier Stahlträger zum Abwinken. So, Unterhaltskosten. Ich habe da noch ein paar Sachen mitgenommen, die uns vielleicht helfen könnten. Du verziehst dich wieder bitte rüber. Anhalten. Nein, nach Cap Trelawney bitte. So. Genau. Die können wir auch installieren. So.
Schau ich mal. Der läuft jetzt hier auf Hochtouren, der auch. Ja, jetzt haben wir alle angeschlossen, glaube ich. Ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt brauchen wir dann bald hier. Ja, mehr und mehr Personal. Ist alles hier uns unter Strom hier, oder? Die noch nicht, glaube ich, oder? Doch. Schön knifflig im Moment. Ah, bis auf die da hinten, glaube ich, ja? Ja, genau. Die sind noch nicht unter Strom. Ja, alles jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Ja, muss so soll es sein. Der Fisch macht mir ein bisschen Sorgen. Wie geht's? Das ist jetzt nicht das Richtige. Was ist mit dem Fisch hier los? Mal schauen, ob das so geht vielleicht. Tatsächlich geht. Kommt der noch hin? Ja. Da müssen wir mal so machen. Hilft nichts. So. Genau. Die sind alle unter Strom jetzt hier. Hier haben wir noch keinen Strom, oder? Oder haben die schon Strom? Unsere Zufriedenheit liegt nur knapp über dem Median. Da brauchen noch keinen, okay. Na, die brauchen die Brillen. Ein Schiff erster Klasse. Die brauchen Brillen. Bevor wir das mal machen, ist mit dir hier. Ach. Du bist auch noch hier am Liefern. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich dich darüber geholt habe. Sekunde mal, lass mich mal überlegen. Ach ja, wegen dem hier, glaube ich, gell? Ja, zum Ausbauen, ja. Damit es hier schneller geht. So. Ja, Getreide haben wir. An dem scheitert es nicht. Haben die eigentlich genügend Getreide da drüben? Gerste steigert sich auch, Fenster auch, Kohle auch, ja, Getreide flutscht auch. 600. Wie viel passen da jetzt rein? Insgesamt 700. Ja, ist genauso wie bei Crown Falls. Ja, 700 ist eine gute Zahl. Schweine steigen auch, nur die Klamotten nicht. Schnaps ist momentan auch noch ein bisschen am, ja, wie soll ich sagen, am Rumgezeter hier. Aber sind ja eigentlich unter Strom jetzt hier, ne? Also in dem. Nee, das ist nicht unter Strom. Nicht unter Strom. Fehlende Ware. Oh, da fehlt. Müssen wir da einen zweiten Zug hier installieren oder was? So. Naja, jetzt haben wir das auch aufgelevelt. Mal schauen, ob das was bringt. Alles bereit. Warte mal, du gehst hier mal vor Anker. Ja, wir müssen uns jetzt schaffen, oder? Stelle. Die Bötchen hier. Oder brauchen wir tatsächlich nochmal einen Schoner, der hilft, dass wir das Zeug hier rüber kriegen, die Klamotten vor allem. Warte mal, neue, alte Welt, da. Ja gut, es ist der immer hin und her fahren muss, ja. Der den Schnaps verteilt. Und der hier. Zwei Stück. Haben wir noch einen irgendwo übrig? Tatsächlich, wir haben noch einen. Dann nehmen wir den mit dazu, würde ich sagen. Mal schauen, ob der hier
Die müssen alle warten, okay. Was müssen Jonah die warten? Der ist irgendwie voll. Der auch. Okay, an dem kannst du jetzt nicht liegen. Achso, neue Welt, jetzt bin ich wieder falsch. Ich wollte eigentlich. Die Einwohner sind unzufrieden. Die Kohle wieder. Achso, bei denen könnte ich jetzt mal gucken, ob wir da weiterkommen mit unserem. Ne? Zacks. Ah, jetzt bauen sie Parkas. Siehst du? Jetzt brauche ich aber erstmal hier die Zeppeline. Luftschiffe. Phase beginnen, bitte. So. Jetzt müssen wir da mal weiterkommen, würde ich sagen. Ja, die Parkas. Was ist da eigentlich los? Ah ja, Bärenjagdhütte und Robbenfängerei. Eins haben wir schon. Brauchen wir nur noch die Parkas. Die Parkas, beziehungsweise die Bärenjagdhütte haben wir hier oben. Braucht natürlich auch Wärme, ist auch klar. Die setzen wir mal hier hin, würde ich sagen. Wie viel kostet die uns? Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ja, ja. So, einmal Parkas bitte. Und dann hier oben irgendwo müssen wir dann. ...1,30, oh je, ist ganz schön viel, ne? 1,30. Ja, die kommen sich nicht so ganz in die Quere, aber es macht nichts. Ja, es geht schon so. Die brauchen aber jetzt keine Heizung, oder? Meine Finger haben schon Frostbeulen. Hör auf. Bereitet. Irgendwann müssen wir das in ein Lager bringen. Lager ist auch weit weg, oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Pass auf, dann nimm mal ein Lager mal bitte hier auf oben hin. Warte mal, die Wärme können wir doch auch hier rüberziehen, oder? Will nur schauen. Und jetzt kommt jetzt die Wärme an. Wachtschiff ja. Steht bereit. Gott sei Dank. Kisten unter Deck. Aber da muss ich unbedingt was machen. Das ist immer noch nicht stabil genug. Brauchen noch mehr Kohle. Das ist Wahnsinn. Jetzt saugen wir die Kohle weg. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Also auf, der hat jetzt Wärme. Der haben wir noch nicht. Der hat Wärme. Wenn ich dem jetzt hier die Straße hinsetze, hat der auch Wärme. Nein, hat er nicht. Okay, was ist das da? Es haben sich nicht genug gemeldet. Sägewerk. Aber Anschluss hat er, oder? Ja, Anschluss hat er. Das ist okay. Pass auf, dann machen wir das so. Jetzt muss ich da echt noch ein extra Dings hinbauen. Ja, ja, ich weiß. Wirklich besser. Hoffe ich. Ich hoffe es. Kurz auf die Weltkarte gucken, weil ich mir wissen will, ob hier die. Ob die nächste Ladung schon unterwegs ist. Da hier. Kohle. Wieso hat der keine Kohle? Scheiße. Naja.
Na, bravo. Das wird auch wieder lustig. Der hat Wärme, normalerweise. Wäre nicht. Schieb das mal hier hin. Dann hat aber der keine Wärme. Nein. Darf, dann machen wir das mal so. Hat immer noch keine, oder was? Ja, auf. Ist doch lächerlich. Kran anhalten. Warte mal, da gibt's doch so ein Schiff, das mir hier immer wieder das Ding wegklaut, oder? Ei. Warte mal, wo ist denn hier? Eine Produktion wurde angehalten. Naja. DA Kohle, da. So machst du das bitte, mein Freund, ne? Axum, mit dass du mir die Kohle hier klaust. Schoner steht bereit. Moment, zurück. Gib die Kohle wieder her. So, die laufen jetzt alle an, nur der. Doch, der läuft auch an. Okay. Weil da hinten haben sie das Problem mit der Grippe. Aber das werden wir auch mal in den Griff bekommen. Was haben wir hier für ein Problem? Warum halten die an? Gott. Ja, der nimmt mir die Kuh weg. Das geht gar nicht. Deswegen kommt der jetzt wieder zurück. Weil die da hinten haben schon genügend, ne? Also da muss ich jetzt nicht noch... Ja, 224, Leute, die haben genügend Kohle. Es mangelt an Arbeitskraft. So. Zur Stelle. Schlafsäcke steigern sich, sehr gut. Drinnen ist es wärmer. Mein Mittel gegen Frostbeulen im Gesicht wirkt Wunder. Ja. Gut, die müssen erst die Sachen erstmal schießen, ne? Ist auch klar. Damit er kein Lagerhaus in Reichweite. Das kann nicht sein. Jetzt vielleicht? Nein, dann machen wir es eben so hin. So. Wärme haben wir hier schon, ne? Und du musst halt... Jetzt, oder? Ja. Meine Güte. Alle so pingelig hier.
So, jetzt machen wir wieder Angestellte. Halt! Das kommt weg. So. Ich mach mal nochmal welche hin, würde ich sagen. So, das muss jetzt mal reichen. Glaube ich. So, was haben wir hier? Wir helfen, wo wir können. Ah ja, das ist der hier. So, alte Welt bitte. So. Ja, bei dir fehlt ja alles. Wegen Getreide, aber es ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich, sondern wir müssen mal schauen, dass das hier alles stabil läuft. Ja, um euch kümmere ich mich dann noch ein bisschen später, ne? Keine Panik, alles gut. So, Kartoffeln ist alles am Laufen hier. Schnaps ist auch am Laufen. Ja, jetzt glaube ich, kann sich niemand beschweren. Eisen und Kohle, ja. Jetzt geht auch das Ganze mit dem Stahl nach oben. Plus 13. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber... Oh, da brennt's hier. Da brennt's, Kinders. Wir sitzen da und schauen blöd. Wir kümmern uns hier um alles. Ja, eben nicht. Ich glaube, ich werde lustig. Ich frage jetzt, ob wir so viele Werke überhaupt brauchen. Na, für die Brille vielleicht noch, oder? Brauchen wir für die Brille Stahl? Nee, wir brauchen für die Brille keinen Stahl, aber für die Hochräder. Wurde angehalten. Ja, ja, alles gut. Ja, für die Brillenfabrik, da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Die baue ich jetzt mal nur in der Blaupause, ne? Und dann müssen wir mal sehen, wo wir hin müssen. Hier würde ich sagen. Da reicht aber dann eine Glasgeschichte nicht mehr. Da müssen wir noch eine zweite hinsetzen. Eine Glashütte meine ich. So, dann brauchen wir noch eine Messinghütte. Die setzen wir mal hier hin. Ja, und Quarzsand, ne? Und zwar nicht so knapp. Zinkmine haben wir. Eine zumindest haben wir angeschlossen. Ah, da ist gleich die nächste. Sehr gut. Die können wir auch schon mal anschließen, weil das wird sowieso dann mehr werden mit der Zeit. So, haben die einen Anschluss. Wir werden beobachtet. An ein Haus, ja, haben sie. Und dann brauchen wir nur noch Quarz, ne? Oder was das war? Kupfer. Kupfer! Ist hier Kupfer? Tatsächlich. Ha! Sehr gut, dann können wir nämlich gleich hier... Ist auch Kupfer? Ne, ist Steinkohle. Können wir nämlich hier Eisen... Können wir hier dann auf der Insel gleich weitermachen, hier mit dem Abbauen von den Produkten, den Rohstoffen. Gut, dann ist das jetzt mal erstmal soweit... Der Stand, ne? Für diese Folge. Ich mache weiter. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.